Hallo. Hallo. Magst du Wasser haben? Wasser, ja, aber ich kann es einschenken. Ich hätte es dir aber eingeschenkt. Fang mal an. Wo warst du am 20. September? Oh, ich war am 20. September in einem Ort namens Birkenfeld. Das ist im Saarland und habe mit Schülern diskutiert und am Nachmittag ging es in einen Ort namens Otzenhausen und in Otzenhausen gab es eine Konferenz unter dem Titel Machen, was geht. Insofern passt das eigentlich ganz gut zu dem, vielleicht worüber wir sprechen. Und die Schüler waren in der Schule an dem Tag? Die Schüler waren subtilerweise in der Schule, weil der Schulleiter sich gewissermaßen den ministeriellen Zwängen verpflichtet fühlte, aber dann die Schule selber umfunktioniert hat zu so einer Diskussion unter anderem mit mir. Das fand ich okay. Und was kam von den jungen Leuten an Erwartungen, Visionen, Stellungen, Haltungen? Ja, da kommt ja nicht so viel. Weil du sie einschüchterst? Oder? Nee. Oder also, weil sie nichts haben? Nein, also das ist ja ein interessantes Thema. Ich fange mal mit dem Bashing meiner eigenen Generation an dieser Stelle. Und zwar ist es ja so, dass wenn man jetzt diese Babyboomer-Generation nimmt, da wird ja von den Fridays for Future ganz zu Recht gesagt, dass es die Generation ist, die alles verkackt hat. Ja? Auf der materiellen Ebene. Also, ist das deine oder meine Generation? Naja, Ilja, komm. Das ist jetzt total kokett, oder? Aber ich meine, wenn so ein Gespräch schon so anfängt, wo soll das... Dann kannst du nur gewinnen. Ja. Nee, also sozusagen verkackt auf der materiellen Ebene, also in Sachen Zerstörung von Naturräumen, Klimawandel und so weiter und so weiter. Aber Strafverschärfen kommt ja noch dazu, dass wir dann als die Kritischen und dann eben in Bezug auf solche ökologischen Fragestellungen auch Publizierenden und Argumentierenden ja auch noch die Zukunft als etwas Negatives designt haben. Ja? Also das Zukunft ist ja heute nicht mehr etwas Gestaltbares, etwas, wo man proaktiv rangeht, sondern Zukunft ist ja gefühlsmäßig und auch durch solche Kommunikationen etwas, was man besser vermeidet. Das Gefühl vorherrscht, ist zwar jetzt auch nicht so dolle, aber Zukunft wird in jedem Fall noch schlechter. Und das macht ja keinen utopischen Raum, sondern es macht tatsächlich einen dystopischen politischen Raum auf. Und deshalb ist es schon meine Erfahrung in Diskussionen mit Jugendlichen, dass wenn man danach fragt, wovon träumt ihr, wo wollt ihr hin, nicht allzu viel kommt. Das würde ich aber nicht denen zum Vorwurf machen, sondern da würde ich sagen, da hat man echt ziemlichen Flurschaden angerichtet, was das Visionäre, was das Utopische angeht. So. Ist das eigentlich überhaupt eine Zukunft dann? Also wenn eine Zukunft nur definiert wird durch dystopische Vorstellungen, kann man dann überhaupt von Zukunft reden? Es ist ja eher die Projektion des Status quo auf einer zeitlichen Ebene, aber nicht wirklich Zukunft im Sinne von Lebensgestaltung. Ja, wenn du Zukunft so positiv unterlegen würdest von der Begrifflichkeit her, dann ist es natürlich keine Zukunft. Und das spiegelt sich ja auch in unglaublich vielen Phänomenen. Es spiegelt sich ja auch in der sogenannten Realpolitik. Es spiegelt sich im Schlösseraufbauen. Es spiegelt sich in den immer größer werdenden Autos und sowas. Das ist ja alles nur gebunden an eine Gegenwart, aus der man noch möglichst viel irgendwie rausholen will oder wo man sich was anderes sucht, in dem man sich identifizieren kann. Also für mich ist sozusagen hochsymbolisch für den Zustand unserer Gesellschaft tatsächlich sowas wie dieses Stadtschloss in Berlin. Naja gut, wir können jetzt in Frankfurt über die Altstadt reden. Ja, aber da ist ja, ich stelle mir immer fiktive Historikerkommissionen im Jahr 2500 vor, die rauskriegen wollen, wie haben die Leute denn getickt in einer offenen Gesellschaft am Anfang des 21. Jahrhunderts, wo haben die sich drin verkörpert, ja, und dann findet man das Stadtschloss.
Und so. Und das ist ja was ganz Demoralisierendes. Insofern ist es jetzt nochmal auf die Jugendlichen zurückbezogen, ja gar kein Wunder, ja, dass da irgendwie nichts ist, was man als Zukunft jetzt sehen könnte. Das ist ja, oder auch hier mit der Rede, die wir gerade gehört haben, Weimarer Republik, Neues Frankfurt und diese Sachen. Ja, da ist ja schon noch was Zukünftiges drin. Aber natürlich ist auch, dürfen wir ja nicht vergessen, Nationalsozialismus ein utopisches Projekt. Ist nur eins, was wir nicht besonders lieben oder ganz im Gegenteil. Aber das ist ein utopisches Projekt gewesen. Ist auch ein Generationenprojekt übrigens gewesen. Das muss man auch nochmal mit in Rechnung stellen. Also insofern ist es mit der Zukunft ist schon eine schwierige Sache. Also ich frage deswegen, weil Thomas Geber und ich, als wir auf 4 Kontinenten unterwegs waren zur Recherche, festgestellt haben, dass Zukunft positiv definiert tatsächlich immer dann nur vorhanden war in der Wahrnehmung der Menschen, wenn sie ein gewisses Maß an Autonomie hatten, ein gewisses Maß an widerständiger Gestaltung ihrer Lebensbedingungen, wenn sie ein Projekt hatten, bei dem sie in irgendeiner Weise schon erste erfolgreiche Schritte vollzogen hatten, wenn sie sich organisiert hatten, dann haben sie tatsächlich, und das meine ich jetzt ganz konkret, über Zukunft gesprochen, über weitere Schritte, über weitere Erfolge, über Visionen. Wenn sie gefangen waren in allen möglichen Formen repressiver Zusammenhänge, dann kam Zukunft überhaupt nicht vor. Das heißt, wir sind tatsächlich bei dem Kernthema schon schnell angelangt. Wann ist das Narrativ, also wir müssen uns ja dann unterhalten über die Notwendigkeit des Narrativs, über die Ausgestaltung des Narrativs, aber der erste Schritt ist, wann ist das Narrativ überhaupt vorhanden und ist nicht sozusagen eine Pathologie, dass es gar kein Zukunftsnarrativ gibt, das ist sozusagen der erste Schritt. Ja, das ist halt schwierig, was ist eine Pathologie? Gesellschaften machen das, was sie machen. Ja, und dann kann man aus irgendeiner konstruierten Außenperspektive sagen, so wie ich das jetzt eben anhand der Schlösser beschrieben habe oder so, das ist jetzt irgendwie seltsam, ja? Ob das eine Pathologie ist. Also das ist ja letztlich ist das ja eine medizinische Optik, die man darauf anlegen würde. Bloß wer ist der Arzt oder die Ärztin in dem Fall? Also Gesellschaften sind ja in der Lage, die absonderlichsten Entwicklungen einzuschlagen. Und hinterher sagt dann irgendjemand, das war jetzt aber krank oder irre. Sind wir keine Ärzte? Wir? Ja. Ich komme mir immer mehr vor wie ein Patient der Verhältnisse. Ach so. Ja. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, als Schriftsteller ist man entweder Totengräber oder Arzt. Ah. Das sind die zwei Möglichkeiten. Okay, möchtest und ich du das ausführen? Naja, man kann ja sozusagen der allgemeinen Depression eine sprachmächtige Ode hinzufügen. Der Nachruf ist ja eines der wichtigsten Genres der Literatur. Absolut. Nachrufe sind manchmal 1000 Seiten schwer. Ja. Manche sind sogar selbst geschrieben. Das gibt sogar auch. Hast du da persönliche Erfahrungen? Wir kommen vom Thema. Und dann gibt es natürlich schon dieses Konzept, dass das Narrativ in irgendeiner Weise etwas Veränderndes, Erhöhendes, Erhabenes und dadurch auch Heilendes hat. Das meine ich wirklich in einem existenziellen und vielleicht sogar auch spirituellen Sinn. Also diese Narrative gibt es in der Literatur und ich glaube auch außerhalb der Literatur. Insofern würde ich sagen, eine gewisse Aufgabe als Heiler würde ich den utopischen Analysten der Gesellschaft schon zubilligen wollen. Ja, mir ist es ja zu fett irgendwie. Also Heiler und so, das kommt mir schon so ein bisschen zu viel vor. Ich finde eigentlich, was mir viel besser gefällt, ist sowas wie entweder zu sagen, wir denken über einen utopischen Realismus nach, oder die noch etwas reduziertere Variante, wir versuchen uns ernst zu nehmen. Ja, weil ich glaube, wir leben in einer Gegenwart des totalen Unernstes. Also sozusagen, man nimmt die Dinge nicht ernst. Also ich finde, Sie können mich immer kaputt lachen, wenn Leute sagen, Deutschland ist eine Wissensgesellschaft. Deutschland ist eine Wissensvermeidungsgesellschaft, aber es gibt auch eine Bevölkerung, die sich selber nicht ernst nimmt, weil sie das, was sie weiß, nicht glaubt.
Ja, und das geht aber weit, also sozusagen, wir haben ja immer die Neigung, über die da draußen zu sprechen. Aber man muss an der Stelle über diejenigen im Raum sprechen. Inwieweit glaubt man sich denn selbst? Also kleines Beispiel bei dieser Tagung, machen, was geht, gab es Arbeitsgruppen. Und ich habe dann eine Arbeitsgruppe mit dem Ingeborg-Bachmann-Titel »Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar« angeboten. Und das war ziemlich interessant, weil man natürlich sofort auf die Punkte kommt, wenn man das ernsthaft diskutiert, wo sind wir, die Guten in dem Fall, die Guten, sozusagen mit unseren eigenen Fake News befasst und lügen uns gewissermaßen die ganze Zeit irgendwas vor. Und das ist insbesondere bei dem Klimathema total relevant. Ja? Also die Nummer mit dem 1,5 Grad, das schaffen wir noch oder so. Das ist Fake News. Ja, also man schafft es, wenn man sozusagen morgen beginnt, die Weltwirtschaft auf eine völlig andere Basis zu stellen, dann wird man das schaffen. Sonst nicht. Es gibt noch Leute, die behaupten, wir schaffen es? Ganz viele, ja. Ja, echt? Ja, sicher. Naja, du musst jeden IPCC-Bericht lesen, du musst jede Verlautbarung auf den Wissenschaftsseiten lesen und sowas. Und die Rhetorik, da kommen wir genau an das Thema, die Rhetorik ist total interessant. Das Narrativ ist interessant, weil das Narrativ ist ja, vielleicht ist dann doch der Begriff der Pathologie gar nicht so verkehrt. Das Narrativ ist ja so, dass von Jahr zu Jahr alle Werte schlechter werden. Und die Pointe der Erzählung ist immer, wir können es aber noch schaffen. Und der Raum, in dem man dann das skizziert, der noch offen ist, in dem man das schaffen kann, wird immer kleiner. Die Erzählung bleibt aber immer dieselbe. Und das ist natürlich Fake News. Das ist ja mad. Also da gibt es nichts mehr, was man innerhalb dieses Raumes schaffen soll. Ich bin auch völlig gegen diese Perspektive, dass dieser Raum unheimlich klein sei. Das ist ja eine naturwissenschaftliche Perspektive, die mit Kultur und Sozialem nichts zu tun hat. Aber da ist so eine Erzählung. Und diese Erzählung erzählen sie sich alle irgendwie gegenseitig, damit die eigene Tätigkeit des Mahnens und Warnens nicht entwertet wird. Aber gleichzeitig entfernt man sich immer weiter von der Wirklichkeit damit und baut irgendwie so ein Klimaträumen-Wolkenschloss irgendwie, ganz eigenartig. Also ich meine, du meinst, das ist ein Bedürfnis, um den Motor des sich Legitimierens und Motivierens am Leben zu erhalten. Irgendwie sowas und dann die Leute nicht zu entmutigen oder so, ja. Ich meine, das ganze Geheimnis ist, das ist jetzt vielleicht eine kleine Abschweifung, dass das Verhängnis, das politische Verhängnis in der Formulierung des Zwei-Grad-Ziels gelegen hat. Das ist ein so unfassbar dämlicher politischer Fehler, so etwas zu machen und das dann später noch sozusagen noch mal tiefer zu legen auf 1,5 Grad, damit auch ja jeder völlig irgendwie in die Verzweiflung kommt. Ja, aber wir können es ja dann wie die UN machen, die ja, oder die Weltbank noch besser. Die Weltbank verändert ja immer dann die Koordinaten. Das heißt, wir können dann irgendwann mal sagen, wir meinten aber Fahrenheit, nicht Celsius. Ja, oder so. Frau Merkel könnte sagen, wir meinten eigentlich 4 Grad und nicht 2. Ja? Ja, weil... So, und das schaffen wir. Das schaffen wir mit Sicherheit. 4 ist realistisch. Nee, aber was ich nur sagen will, aber das ist vielleicht eine Abschweifung, aber es ist politisch so fatal, ein Ziel zu formulieren, das man gar nicht unter Kontrolle hat. Das ist sowas Irres. Ja? Da können nur Naturwissenschaftler drauf kommen, die sich beginnen, über Politik und Gesellschaft Gedanken machen. Das heißt, das Ziel selber ist auf der Grundlage hochkomplexer Messungen und sozusagen Registrierungen, wie, was ist die Korrelation zwischen Emissionseintrag und Temperaturanstieg. Und dann sagt man, wow, Problem. Das wissen wir seit 30 Jahren, das Problem. Also müssen wir jetzt das politische Ziel definieren, dass der Temperaturanstieg einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf. That is totally crazy, weil das so eine hypertrophe Vorstellung ist, als hätte man das Ding irgendwie im Griff und könnte man Politik danach orientieren, dass das Klima sich anständig verhält. Und ein politisch sinnvolles Ziel wäre ja ganz anders, zu sagen, wir brauchen Zero Emission. Das ist ein ganz einfach definiertes Ziel und das kann ich auch messen und das kann ich auch operationalisieren und kann das als Forderung an Parteien und was auch immer adressieren. Ich kann doch nicht sagen, wir wollen jetzt 2 Grad. Das ist in sich schon politisch verkehrt und führt natürlich, und da kommen wir auf das utopische Problem zurück, führt einfach dazu,
was passiert denn, wenn man das nicht erzielt? Fangen wir dann alle an, noch mehr zu saufen, als wir es sowieso schon tun? Sind wir überhaupt nicht mehr politisch? Kaufen wir nur noch SUVs? Finden wir Christian Lindner gut? Also welche Stufe von Wahnsinn? Das wird jetzt immer schlimmer, deine Aufzählung. Ja, ja. Das ist eine bewusste Ich habe jetzt richtig Angst vor der nächsten Stufe. Ja, nee, danach, nach Christian Lindner kommt ja, im kommt eigentlich nichts mehr. Okay. Das ist schon eine Ende. Aber ist nicht das Problem das Formulieren eines Ziels in dieser Form überhaupt? Oh. Es geht doch bei utopischer Transformation darum, dass man sich überlegt, was sind jetzt die Schritte, die wir vollziehen wollen an Veränderung im Konkreten, ja. Im Individuellen, im genau. Gemeinschaftlichen. Und wenn wir sozusagen in diese Freiheit der Veränderung hineingestalten, dann wird natürlich in irgendeiner Weise dann auch positiv Emissionen und wie auch immer genau. Und andere Parameter werden dann davon betroffen sein. Aber sozusagen das ist im Moment eine Krankheit überall durch die Ökonomisierung der Welt, dass irgendwelche Messbarkeitsfanatiker alles anhand von rein wissenschaftlichen, mathematischen Effizienzkriterien festmachen. Und das ist ja genau für mich jetzt das Gegenteil von einem utopischen Leben und Denken. Und darin ist ja sozusagen schon Kernproblem, oder? Das ist Ergebnis einer Entwicklung. Aber diese Ergebnisse dieser Entwicklung reichen gewissermaßen auch dort hinein, wo man sich kritisch fühlt. Das ist das Problem. Also das ist sozusagen paradoxal. Das ist so ein Sieg der Verhältnisse, wenn man so will. Ja, auch die Idee, dass sich jetzt sozusagen weitere gesellschaftliche Entwicklung daran messen lassen muss, ob irgendein abstrakter Wert erreicht ist. Deshalb gibt es ja auch immer diesen Wunsch nach mehr Effizienz oder der ganze, das wandert so ein, das ist so invasiv, das, was du jetzt eben diese Monetarisierung, Ökonomisierung genannt hast, das ist so invasiv. Ja? Aber das ist dann auch so invasiv, dass man dann Diskussionen hat nach solchen Vorträgen, Gesprächen oder sonst was, wo sich dann immer jemand meldet, ja alles schön und gut, worüber sie da reden, aber wir haben ja keine Zeit. Ja, und das ist natürlich der politische Stillstand an der Stelle. Wir haben ja keine Zeit. Ja, aber was denn dann? Keine Zeit, um die Veränderung noch hinzukriegen, genau, oder? Genau. Oder keine Zeit, um für sie zu kämpfen? Nee, das folgt ja dann notwendigerweise. Das meine ich ja. Was ist denn, ich weiß jetzt nicht, was der aktuelle Wert ist, wann wir das 2-Grad-Ziel irgendwie sichergestellt haben müssen. Aber nochmal die Frage, was ist denn dann, wenn man es nicht macht. Ich wollte ja vorhin die Story erzählen mit diesem, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Weil das war eine interessante Arbeitsgruppe, die einfach von der Frage ausgegangen ist, was ist denn, wenn die alle recht haben? Was ist denn, wenn sich dieser Klimawandel in der Weise auswirkt? Ja? Was ist denn dann? Jetzt mal die Fiktion weg, wir kriegen das gerissen. Was ist denn dann? Naja, dann ist scheiße, oder? Dann ist nicht mehr so schön wie jetzt. So, was bedeutet aber, wenn man politisch jetzt was machen will damit, dann muss man es ernst nehmen. Und dann muss man, und dann kam eben der klassische Gedanke, der für Demokratie hochgradig relevant ist, für einen demokratischen Rechtsstaat hochrelevant, dann muss man Ordnungspolitik machen, dann muss man Ordnungsrecht anwenden, dann geht es ums Verbieten. So, und dann haben wir eine wunderbare Arbeitsgruppe gehabt, wo wir 2 Stunden lang uns alle notwendigen Verbote ausgedacht haben. Und das ist schon interessant. Das ist total interessant, weil das tut weh. Ja, fangen wir an, über Wohnraum nachzudenken, also sozusagen Fläche pro Person. Fangen wir an, über Konsum nachzudenken, fangen wir an, über Autos nachzudenken, etc. Das war unheimlich instruktiv, weil dann haben wir unsere Arbeitsergebnisse vorgestellt und die bestanden halt nur aus Verboten. Und das ist aber, ja, man merkt dann plötzlich, wenn man beginnt, sich ernst zu nehmen, dann kommt man auf unbequeme Geschichten. Und irgendwie, deshalb kam ich drauf, würde es mir immer schon reichen, wir würden uns selber versuchen, ernst zu nehmen. Und wir sind super gut daran, uns an vielen Stellen nicht ernst zu nehmen. Und das ist vielleicht also ernst. Also ich nehme dich sehr ernst, mich selbst kann ich natürlich unmöglich ernst nehmen, weil das wäre schädigend für mein eigenes Schreiben. Aber, nein, aber in dem Sinne, wie aber ich das jetzt gesagt habe. Die Selbstironie ist natürlich auch wichtig. Aber ich wollte dich was anderes fragen. Also
es gibt ja sozusagen jetzt eine Hysterie, würde ich sagen, in großen Teilen der sogenannten bürgerlichen Gesellschaft gegenüber Verboten. Ja. Und ich war, im Gegensatz zu dir, hatte ich nicht das Privileg, mit jungen Leuten zu diskutieren, sondern ich war in einem kleinen Ort an der Ostsee und da gab es nur die Zeitung Die Welt. Und ich hab die jeden Tag aufmerksam, die gab es aber kostenlos, ich habe die jeden Morgen aufmerksam gelesen und in allen Ressorts wurde fast hysterisch behauptet, Sanktionen seien des Teufels. Ja. Und ich fand das hochinteressant, weil das natürlich überhaupt nichts mit der Realität in unserer Gesellschaft zu tun hat. Also ich glaube nicht, dass irgendein Redakteur der Welt den Sitzgurt nicht anlegt und dann bei der Polizei jedes Mal sagt, ich gegen Sanktionen, hier haben Sie 200 Euro. Und Steuerpflicht und alle möglichen anderen Pflichten, die wir haben. Das heißt, gewisse Pflichten sind in jeder Gesellschaft seit jeher immer gegeben gewesen. Das heißt, diese neoliberale Durchflutung aller Inseln der Vernunft führt dazu, dass man irgendwie jetzt meint, jeder Eingriff in eine simulierte Freiheit des Einzelnen sei des Teufels. Und das hätte ich also ich finde das jetzt pervers, um pathologisch jetzt nicht mehr zu verwenden, aber pervers ist okay, oder? Pervers magst du jetzt auch nicht. Nee, mach ruhig. Also ich habe das Gefühl, du magst nicht Wörter, die mit P beginnen. Dann benutze ich irgendwas anderes. Das ist total abgefahren. Ist das okay? Mach einfach weiter. Das Weitermachen bedeutet doch, dass wir haben ja, glaube ich, ich habe einen Fehler gemacht, dass ich ja lange Zeit dachte, in dem Moment, in dem man eine rational klarere Position bestimmt, argumentiert, erklärt, dass in irgendeiner Weise dann in einer Gesellschaft, die überwiegend auf rationalen Diskursen beruht, meine Illusion, dass wir dann ja irgendwann mal dazu kommen, dass wir Einsicht in die Notwendigkeit der Veränderung erreichen. Und jetzt scheint ja, was du ja vorhin ein bisschen skizziert hast, genau das Gegenteil getroffen zu sein. Der uns beiden bekannte Politologe Ulrich Brandt hat mir neulich von einer Studie erzählt, einer soziologischen. Man hat versucht herauszufinden, wieso Leute immer größere Autos kaufen. Und einer der Gründe, also die sogenannten SUVs, wobei es ja ein unsauberer Begriff ist, aber Autos, die immer schwerer wiegen und mehr verbrauchen. So. Und eine bei diesen Umfragen, die Hauptbegründung war, ich möchte das machen, solange man es noch darf. Ja. Ja. Das heißt, und das ist ja für mich fast eine Paradedefinition der Irrationalität, oder? Aber das ist jetzt wird es wirklich spannend, weil das ist ja nicht irrational. Nicht? Nee, das ist ja in dem Sinne nicht irrational, weil es ja vollkommen gesellschaftskonform ist. In einer Gesellschaft, die im Kern, und natürlich je neoliberaler sie geworden ist, im Kern um die Verwirklichungschancen des Einzelnen, des atomisierten Einzelnen sich zentriert, was sich dann im Konsum formuliert und in dem ersten Gebot, du sollst kaufen, formuliert, ja, ist ja die Meldung, sozusagen das permanente Massieren dieser Gesellschaft mit negativen Mitteilungen aus dem Bereich Klima, Biodiversität und sonst was, natürlich einfach die Mitteilung, Freunde, das wird jetzt so nicht mehr weitergehen. Wenn ich aber kein anderes Gesellschaftsmodell, kein kulturelles Framing habe, was anders aussieht, als du sollst kaufen, dann fühle ich mich natürlich veranlasst, jetzt so viel rauszuholen, wie noch gerade geht, weil da sind ja die Schellenhubers dieser Welt, die sagen, das geht so nicht mehr. Das ist psychologisch viel naheliegender. Jetzt versuche ich das mal wirklich plakativ zu sagen, das ist psychologisch viel naheliegender, als das Programm zu wechseln. Und das Irre ist ja, dass wenn wir uns angucken, wie jetzt 30 Jahre lang oder 40 Jahre lang Bewusstsein angewachsen ist und wir parallel sehen, wie Verbrauch angewachsen ist und jetzt eine Kulminationsstufe kommt, ich möchte aber, dass wir noch über das Positive reden, jetzt eine Kulminationsstufe gekommen ist, wo die Tourismusformen zerstörerischer sind, als man sie vor 10 Jahren je hätte imaginieren können, wo die Autos brutaler, fieser,
ekelhafter, widerwärtiger, tötender, einfach sozusagen auch vom Ausdruckscharakter. Ja, das sind ja Aggressionsmaschinen. Übrigens interessanterweise finde ich das, wenn ich in Frankfurt bin, höre ich noch mehr von diesen Supermotorgeräusch Killer Brutalo 120 auf der Innenstadtstraße fahrenden als irgendwo anders. Da habt ihr in Frankfurt noch ein Spezialproblem. Das ist richtig, aber es fällt mir wirklich auf. Aber sozusagen als allgemeines Phänomen, alle diese Phänomene der vollkommenen aggressiven Übersteigerung von Weltverbrauch, die Mitteilung zu machen, wir verbrauchen das jetzt. Guckt euch die Autos an, die haben alle hinten 4 riesige Rohre in Zeiten des Klimawandels. Ja, das ist ja was Irres. So dass du diese Parallele, also wie Uli Brandt das dann offensichtlich zitiert, aber das ist psychologisch sogar nachvollziehbar. Und jetzt machen wir die Kurve. Und das ist ja ein Hinweis darauf, dass dystopische Kommunikation, Untergangskommunikation, Apokalypse-Kommunikation, 2-Grad-Kommunikation überhaupt nicht damit kalkuliert, was die individuelle Aneignung dieser Mitteilungen ist, sondern von der totalen Fiktion ausgeht, dass wenn man irgendwas sagt, was stimmt, die Leute dann auch irgendwie den rationalen Schluss daraus ziehen. Aber wir sind ja Menschen, wir ziehen doch keine rationalen Schlüsse aus irgendwas. Ja, de facto. Also vielleicht tut man es im Rahmen der Wissenschaft oder vielleicht, keine Ahnung, wenn man versucht, argumentativen Beweis herzuführen, aber im Leben orientiert man doch seine Entscheidungen und Handlungsweisen nicht an rationalen Erwägungen. Ja, ich meine, wieso bist du Autor? Wieso, wo? Naja, das kann ich dir erklären, weil Literatur natürlich nicht nur rational funktioniert, sondern Literatur verführt auch, Literatur schmuggelt. Ja. Das Ernsthafte, was wir brauchen, wie du gesagt hast, an dem allgemeinen Desinteresse der Leser vorbei ins Wesentliche, weil es auch emotional wirkt, weil es auch geistig wirkt und so weiter und so fort. Das heißt, natürlich ist die literarische Erklärung der Welt besser als die naturwissenschaftliche. Und weil mir das früh klar war, deswegen bin ich Autor geworden. Genau. Und wie ist das, wenn du schreibst? Du hast ja das große Privileg im Unterschied zu mir, dass du tatsächlich Romane schreiben kannst. Und mich interessiert dann eigentlich so, was das eigentlich für ein Erkenntnisprozess oder für ein Gefühl beim Schreiben ist. Also, verstehst du, was ich meine? Wenn ich ein Sachbuch schreibe, dann argumentiere ich ja. Während du machst ja was anderes, du erfindest ja Figuren, Situationen und so weiter. Aber interessiert mich jetzt wirklich, weil ich auch wahnsinnig gerne mal einen Roman schreiben würde, kann ich aber nicht. Aber wirklich ernsthafte Frage, wie geht das für dich? Was weißt du, wenn du das machst? Also um dich mal zu verstehen, du schreibst gut argumentierte Bücher für eine Menschheit, die nicht rational ist. Ah, das ist eine super Frage. Ich mach eigentlich was ganz anderes. Also vielen meiner Bücher aus den letzten 6-7 Jahren wird immer eingewendet. Da steht ja nichts Neues drin. Das weiß man ja schon. Und das stimmt, da steht nie was Neues drin. Aber das sind Bücher für Leute, die das Richtige denken, aber weniger Zeit haben als ich. Ja, und das meine ich total ernst. Ich erlebe es ganz häufig im Kneipengespräch oder in Alltagssituationen oder bei E-Mails, die ich bekomme oder sowas, dass Leute unheimlich klar gut denken, was vielleicht noch was anderes ist als rein rational zu denken, aber gut denken. Ja? Da die aber im Unterschied zu mir irgendwie jeden Tag arbeiten müssen, ins Krankenhaus gehen müssen oder in die Praxis oder in die Kindertagesstätte als Erzieherin oder Lastwagen fahren, haben die ja gar nicht so viel Zeit, das, was sie eigentlich gut denken, argumentativ zu hinterlegen. Und gleichzeitig leben sie in einer Gesellschaft, wo sie von morgens bis abends das Gegenteil erzählt bekommen von dem, was sie eigentlich denken. Und deshalb glaube ich, fühle ich so eine Art Verpflichtung, die Zeit, die ich nutze, sozusagen dafür zu verwenden, vernünftige Argumente für diejenigen zu entwickeln, die weniger Zeit haben, diese Argumente zu entwickeln.
Das ist wirklich, das meine ich total ernst. Und in der Weise funktioniert das ja auch so, als würde man sich in einer Diskussion auf einen Roman oder auf eine Romanfigur beziehen. Also du kannst die ja auch entwickeln. Das ist sozusagen ein anderes Genre, aber mich interessiert, du bist der Frage ausgewichen. Nee, ich bin gar nicht ausgewichen. Kommt jetzt. Also ich würde es gerne konkret erzählen, weil wir sind jetzt bei dem großen Thema Klima und ich habe vor knapp 10 Jahren einen Roman darüber geschrieben, der hieß Icetown. Das begann damit, dass ich einen Traum hatte, also einen Albtraum. Und ich habe nur einen Menschen gesehen, der völlig verzweifelt war in so einer Moränenlandschaft. Das war alles und die Verzweiflung war so intensiv, dass ich aufgewacht bin. Und dann beginnt dieser Prozess, den man wahrscheinlich tatsächlich rational schlecht beschreiben kann, weil er auf vielen Ebenen, auf vielen anderen Ebenen auch voranschreitet, dass man sich hineindenkt, hineinfühlt, hineinimaginiert in diese Szene, was ist der größere Zusammenhang, wie so eine Kamera, die eine in die Totale geht. Und dann habe ich aus irgendeinem Grund mir gedacht, da wo die Moränenlandschaft ist, war früher ein Gletscher. Und dann gehe ich aber ein bisschen so vor wie du, glaube ich, dass ich mir denke, ich weiß fast nichts über Gletscher. Damals wusste ich nichts über Gletscher. Also habe ich im Internet geguckt, wer kennt sich denn aus bei Gletschern? Das war wunderbarerweise ein Schweizer mit dem herrlichen Namen Häberli. Und da habe ich beim Herrn Häberli angerufen. Der saß in Zürich und der sagte ganz freundlich, kommen Sie vorbei. Und dann gab es tatsächlich die Übersetzung von einer sehr komplexen naturwissenschaftlichen und politischen Zerstörungsgenese in Gefühl und Imagination, weil er mir Langzeitstudien aus dem Kaukasus gezeigt hat. Der Gletscher vor 50 Jahren auf riesigem Bildschirm, der Gletscher prächtig, majestätisch. Ein Gletscher ist ja, also ich bin seitdem richtiger Gletscherliebhaber geworden, weil ein Gletscher etwas unfassbar Schönes ist. Es ist auch was sehr Komplexes. Es fließt ja auf dem eigenen Schmelzwasser zur Thale. Es ist, jeder Gletscher hat sein eigenes Hörbild. Das heißt, das ist sozusagen ein Naturmusikinstrument. Es ist ein Archiv der Naturgeschichte und der Menschheitsgeschichte. Und dieses wunderschöne Ding wurde allmählich dann zuerst wurde das kleiner, wie wir ja wissen, dann wurde das zunehmend grauer. Und um das jetzt kurz zu machen, am Ende, das waren die neuesten Aufnahmen, war er zerfetzt und da waren nur noch so einzelne, fast schwarze Flecken. Und das habe ich benötigt. Also diese Übersetzung in etwas, was ich im Bauch sofort gespürt habe, das kann nicht sein, dass dieses wunderschöne Ding zerstört worden ist. Und daraus entstand dann tatsächlich die Figur eines Gletscherforschers, der seine gesamte Leidenschaft in diese, es ist eine Liebesbeziehung, der Roman ist eigentlich eine Liebesbeziehung zwischen einem Menschen und einem Gletscher. Und dann folgt alles Weitere. Das heißt, es gibt schon dieses Moment, in dem man, da hast du völlig recht, andere Wege sucht, das Schwierige, Komplexe oder gar Unfassbare zu erzählen. Und das sind dann Prozesse, die, glaube ich, tatsächlich uns helfen. Deswegen, glaube ich, brauchen wir unbedingt auch künstlerische Narrative bei diesem politischen Kampf, weil sie uns helfen, Sachen auf einer anderen Ebene zu verstehen, nicht auf einer rein argumentativen oder rein faktischen Ebene. Aber da nochmal die Frage, die mich interessiert, empfindest du das selber für dich als einen Erkenntnisprozess? Also bist du, nachdem der Roman fertig ist, schlauer als vorher, ja, ne? Ja. Also ich war auf dem Niveau eines Zweitsemesters Geologie dann, weil ich zig Bücher gelesen habe. Ich war, weil ich zweimal in der Antarktis war, dann relativ kundig über Eis. Aber, weil ich weiß, dass du auch auf was anderes hinaus willst, ich habe natürlich die Zerbrechlichkeit und die Brüchigkeit von Natur und Existenz an sich ganz anders gespürt. Das heißt, diese Zerbrechlichkeit, diese Verwundbarkeit hat sich natürlich in die Sprache übersetzt. Das heißt, die Sprache ist dann auch ein Ausdruck unserer zerstörerischen Tätigkeiten. Und ein Ausdruck oder ein Mittel, dieses Phänomen überhaupt zu fassen. Und das ist genau der Unterschied zum Zwei-Grad-Ziel.
Das ist es, ja. Und wo ich dir jetzt zugehört habe, da würde ich ja fast so was Pathetisches sagen, dass man natürlich nur das schützen kann, was man liebt. Und dass es über gewissermaßen das Motiv aus einer Beziehung kommt. Und diese Beziehung kann ja nicht negativ sein. Dann kaufe ich mir einen BMW X7, wenn ich eine negative Beziehung zur Welt gelernt habe. Ja, dann sage ich, jetzt mache ich sie kaputt. Aber du weißt gar nicht, wie recht du hast. Entschuldige, dass ich unterbreche, aber das muss ich kurz erzählen, weil das so sehr illustriert, was du gerade gesagt hast. Es gab bei dem Roman dann fast nur wütende Verrisse. Und in einem der Verrisse stand, naja, Trojanow idealisiert die Natur. Wir dürfen nicht vergessen, dass Natur ja auch sehr gefährlich ist. Und da gibt es ja Lawinen zum Beispiel, die uns Menschen ja unter sich begraben. Das heißt, was soll denn diese sozusagen romantisch liebende Haltung zur Natur? Die Natur, also wir sind sozusagen jetzt so weit gekommen, weil wir die Natur gebändigt haben. Ja, ja, ja. Und das ist ja diese wirklich coole Figur, die dann immer kommt, ja? Und dann die Legitimation dafür liefert. Man ist bedroht, also muss man irgendwas machen, ja. Und wir haben ja, Thomas Gebauer hat ja vorhin dieses Adorno-Bloch-Gespräch zitiert. Und das ist ja, ich meine, Adorno-Horkheimer Dialektik der Aufklärung. Das ist ja genau dieses Ding über dieses Naturverhältnis, ist da thematisch, es ist der Kern dieses Fragments. Und das ist so einleuchtend, ja, dass wir natürlich als Naturwesen immer in diesem Verhältnis drinstecken, dass wir sozusagen nichts anderes sind als Natur. Und dann diese eigentümliche und Fortschritt ermöglichende Idee der Naturbeherrschung kommt, aber man kommt nicht raus. Ja, jeder versucht, den Naturzwang zu brechen, führt desto tiefer in ihn hinein. Und ich finde das so erstaunlich, dass auch diese basale Dimension, die ist ja nicht so schwer zu verstehen, eigentlich in unseren ganzen gegenwärtigen Debatten und Versuchen, Auswege zu finden oder so, überhaupt gar keine Rolle spielt. Das ist ja völlig recht, was Thomas vorhin gesagt hat, ist ja ein Theoriestrang auch abgebrochen. Der wird vielleicht rhetorisch noch ein bisschen fortgesetzt, aber in der Substanz ist er ja nicht fortgesetzt. Das finde ich total interessant, weil es wäre ja hilfreich, auch mal wieder Dinge zu denken, die schon richtig waren, als sie seinerzeit gedacht wurden. Aber das ist interessant, was du sagst, weil eigentlich bedeutet das, dass das utopische Denken auch ein archäologisches Moment in sich beinhaltet. Das heißt, dass wir auch nochmal zurückgehen müssen und schauen müssen, was ist schon mal erzielt worden, erdacht worden, erschaffen worden, was ist kaputt gemacht worden, woran können wir anknüpfen. Und das heißt sozusagen die eine Mischung aus Science Fiction und Archäologie. Ja, ich bin da ein großer Freund davon, also auch von dieser irrigen Annahme wegzukommen, dass man so etwas wie Nachhaltigkeit, schwieriges Wort, neu erfinden müsse. Nein, da muss man eine Archäologie dafür machen, eine Archäologie nachhaltiger Praktiken zum Beispiel. Oder man muss es auch anders aufsuchen. Es ist ja nicht nur im Naturverhältnis selber, sondern es ist ja auch im Selbstverhältnis. Also wo kann ich denn was finden, Stichwort Liebe, was eine Voraussetzung ist, etwas schützen oder bewahren zu wollen, da muss es ja auch die Erfahrung geben, geliebt zu sein. Sonst kann ich das ja nicht haben. Ja, das ist dann, und dann hast du sozusagen quasi kontrapunktisch, hast du das Prinzip Hoffnung von Bloch, was ja genau damit endet, mit dem Satz, ja. Was jedem in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Also, und dann ist genau das utopische Moment da drin. Weil dieser Moment, der da mal reingeschienen ist, der ist eben nicht da, aber liefert das Motiv, die Dinge besser zu machen, als sie gerade sind. Das ist aber eine positive Kodierung und keine negative Kodierung. Und wir sind im Moment in einem Weltverhältnis, was negativ kodiert ist. Und das ist beängstigend in gewisser Weise. Also, dieser Satz von Bloch ist ja über die Heimat. Und aber das ist der utopische Begriff. Ja, 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 nee, klar, aber ich wollte daran anknüpfen, weil ich habe das Gefühl, dass im Moment Heimat eigentlich definiert ist, genau im Gegensatz zu Bloch, als das, was man kaputt macht. Genau. Und das zeigt sich, finde ich, an den neuen Nationaldenkenden besonders. Ein tragisch lustiges Beispiel, ich weiß nicht, ob du auch jetzt zunehmend Liebesbriefe bekommst, die etwas hasserfüllt ausfallen. Ich kriege überhaupt gar keine Liebesbriefe.
Okay, ich kann dir gerne einige von meinen dann schenken. Auf jeden Fall dann irgendwelche Leute, die sich unglaublich empören und wie wir alle wissen, heutzutage dann schnell ausfällig werden. Das Interessante ist, meistens aufgrund irgendeiner deutschnationalen Haltung, das Interessante ist, dass diese Liebesbriefe fast immer in einem unfassbar schlechten Deutsch geschrieben sind. Und das ist jetzt zwar ein kleines Beispiel, aber diejenigen, die das Deutschtum bewahren und retten wollen, dann muss man annehmen, die deutsche Sprache ist Teil ihrer Heimat. Die zerstören diese Heimat aufs Absonderlichste, während ich als Bulgare muss dastehen und mir denken, diese Sprache muss unbedingt geschützt werden vor diesen Deutschtümlern. Ja, ja, aber das ist ja eben genau der nicht-utopische Heimatbegriff. Und ich finde, den Heimatbegriff kann man tatsächlich nur retten, also in diesem Blochschen Sinne, falls überhaupt noch zu retten ist. Aber ich fand das immer... Ich fand, das ist eine wahnsinnig starke Formulierung, wie dort Utopie definiert ist, weil du kannst ja eine Utopie auch nicht, wenn wir dabei bleiben, bei dem Begriff als heimatlos, als losgelöst, als völlig unverbunden oder sowas dir vorstellen. Die braucht ja, jetzt haben, deshalb heißt das ja auch der utopische Raum. Das heißt ja nicht die utopische Cloud. Ja. Ja, aber was wird für ein Mist auch auf der begrifflichen Ebene im Moment sozusagen oder seit längerer Zeit pausenlos rauf und runter erzählt? Da wird ja genau so ein Mist erzählt. Ja? Aber natürlich braucht eine Utopie einen Raum. Es braucht eine Angebundenheit. Ja? Auch wenn sie dann sozusagen vielleicht als Utopie beinhaltet, genau diesen Raum irgendwann auflösen zu können. Aber wir müssen ja irgendwo angebunden sein, um... Und übrigens noch was, weil das ist ja das Coole bei diesem Adorno-Bloch-Gespräch, dass sich ja die Positionen der beiden umdrehen in diesem Gespräch. Das ist total abgefahren. Insofern muss man sozusagen der Adorno als absoluter Bilderverbieter, ja, und Bildasket sagt dann, und da ist Bloch, glaube ich, die Pfeife aus dem Mund gefallen, sagt dann, wir können die Menschen aber nicht ohne diese Bilder lassen. Das ist jetzt nicht die absolute Zitat, aber es ist sozusagen, wir müssen da auch was liefern als Anschauung. Und das ist, glaube ich, das, wo wir uns sofort einigen können und auch gerade hier bei diesem Projekt des utopischen Raums. Man muss es sich auch zumuten, Zukunftsbilder wieder zu entwerfen. Und zwar ganz sozusagen unbeschadet von all denen, die sagen, ja, das geht aber nicht und das ist ja blöd und Natur ist auch bedrohlich und überhaupt hat Agamben schon gesagt und so weiter. Ja, also alles das, was dann so kommt als Einwand, muss man irgendwie das wieder tun. Wir müssen also eigentlich müsste das wichtigste Schulfach müsste heißen Möglichkeitssinn. Nee, gar nicht. Große Warnung, ja? Nichts zum Schulfach machen, was man liebt. Okay, also ich liebe Literatur. Das heißt, das sollte man in der Schule abschaffen. Auf keinen Fall. Ja? Ja, was heißt, es gibt ja nicht Literatur als Schulfach, es gibt Deutsch als Schulfach. Okay. Ja? Nee, aber das ist total wichtig, weil Kinder sind ja unheimlich klug. Und wenn sie merken, dass ihnen was beigebogen werden soll, dann wollen sie es nicht. Und zwar mit vollem Recht. Ja, deshalb ist ja jeder Versuch, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, das Gefährlichste, was also Menschen sich jemals ausgedacht haben. Ich würde da anders rangehen. Ich würde sagen, wir brauchen andere Formen der Bildung und nicht, dass man quasi das Wesentliche aus der Bildung rauslässt. Aber wir kommen vielleicht ein bisschen vom Thema ab. Ja. Überhaupt nicht. Ach so. Überhaupt. Aber du hast eine Uhr an. Ja, aber es ist alles total cool. Gut auf meiner im TV-Design aus den frühen 1970er Jahren Omega-Uhr. Ja, man sieht nichts. Ist das der TV-Design? Ja, die kann man schlecht ablesen. Schlecht erkennen. Das war eher der Fernseher aus den 50er Jahren, wo man nichts erkennen konnte. Na, wie auch immer. Habt ihr in Bulgarien um die Zeit Fernseher schon gehabt? Nein, natürlich nicht. Also entschuldige mal. Ich bin ohne Fernseher aufgewachsen. Glücklicher Mensch. Ja, siehst du mal, wie gut es mir geht. Ja, daher kommt das. Ja, zuerst Bulgarien. Achso, ich sollte aber sagen, wie spät es ist. Na, wir haben noch ein bisschen. Okay. Nee, aber diesen, lassen wir jetzt die Schule beiseite. Aber zurück zum Möglichkeitssinn. Es ist ja schon so, dass man nach meinem Dafürhalten die Menschen einladen muss, erst einmal über das Mögliche völlig nach Gusto, in voller Freiheit zu denken, zu imaginieren, bevor wir dann in irgendeiner Weise das festzurren am Machbaren.
Also im Moment gibt es ja eigentlich ein zentrales Denkverbot, nämlich dass sozusagen die Fantasie des Alternativen ja sofort erstickt wird durch den Satz, das ist nicht machbar oder das funktioniert nicht. Was natürlich etwas damit zu tun hat, was Thomas Gebauer ja gesagt hat, mit der völligen Umkehrung der Begriffe oder des Kompasses, dass das Dysfunktionale zerstörerische als erfolgreich, effizient, funktional gilt und sozusagen eine Alternative dazu evidentermaßen als eine absurde Unmöglichkeit. Genauso wie ja unser eine dann oft als radikal beschimpft wird, wo ich sagen würde, also was weniger radikal ist als mich, gibt es gar nicht. Ich bin sozusagen für das völlig Normale an sich, also Gerechtigkeit, Solidarität, keine Zerstörung von Mensch oder Natur. Was gibt es sozusagen, also wie die Engländer sagen, middle of the road. Diese Umkehrung der Positionen, des Kompasses, der GPS-Angaben, die müssen wir, glaube ich, bekämpfen. Und ein Vorschlag von mir wäre tatsächlich, auf allen Ebenen zu versuchen zu sagen, diese Räume des Imaginierens von Alternativen so weit öffnen, wie es nur geht. Mhm. Möglichst viele Leute einbinden, möglichst viele Gelegenheiten geben, damit diese Zukunft, mit der wir begonnen haben, diese Zukunft, die an der jeder dann auch teilhaben soll, das ist ja auch ein Problem. Wir reden ja im Politischen oft von der realen Teilhabe an ökonomischen und Machtstrukturen der Gegenwart. Aber was ist eigentlich mit der Teilhabe an der Zukunftsgestaltung? Das müsste ja in irgendeiner Weise, glaube ich, angegangen werden. Ja, und zwar auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Das eine ist natürlich, dass Träumen oder das Teilhaben an dem, wovon man träumen kann, das muss irgendwie zurück, und zwar deswegen, weil das auch eine Stütze von Demokratie ist, auch wenn sich das seltsam anhört, aber Demokratie funktioniert tatsächlich nur dann, wenn es einen Zusammenhalt in der Gesellschaft gibt, der sich nicht nur formal definiert, sondern wo es das Gefühl gibt, ich bin Teil von etwas, wovon die anderen auch ein Teil sind, und wir können uns gemeinsam auf etwas in der Zukunft beziehen. Das ist essentiell für Demokratie. Ja? Und die Erosionsprozesse, die wir verschiedentlich merken, hängen auch damit zusammen, dass es diese radikale Gegenwartsorientierung gibt und dieses Ziel nicht gibt, weil man nicht weiß, wieso will der eigentlich genau dahin, wo, und ich will ja gar nicht und so weiter. Ja? Das ist ein diffuses Gefühl. Und der andere Punkt ist ja, glaube ich, tatsächlich der, und da kommen wir auf den, was du ganz zu Anfang gesagt hast, was hast du am 20.09. gemacht, also an dem vergangenen Freitag vor einer Woche. Ich glaube, ich würde mich zu der Aussage versteigen, dass wir über diesen Tag in Zukunft noch viel hören werden, weil an diesem Tag etwas so drastisch deutlich geworden ist, was das Zukunftsverhältnis angeht. Ja, eine politische Klasse, die irgendetwas beschließt, was nach Meinung wirklich von absolut jedem und jeder, und zwar qualifizierten Leuten, die ihre eigenen Berater und Beraterinnen, total unzureichend ist, in jeder Hinsicht total unzureichend. Der absolute nicht laut die Zeitung Die Welt, die fand, das war übertrieben. Ja, das ist ja... Du merkst, ich bin indoktriniert. Ja, es gibt immer Ausnahmen, aber ich würde jetzt die Leute von der Welt auch nicht als Expertin und so weiter bezeichnen, also jedenfalls nicht für die Anliegen, die wir haben, da sind sie vielleicht nicht die geeigneten Experten. Nee. Aber worauf ich hinaus will, also sozusagen etwas, was völlig realitätsentrückt ist, was nichts mit Wissenschaft, mit gar nichts zu tun hat, und einer Generation, die draußen im selben Moment steht und in 1,4-millionenfacher Ausfertigung sagt, das könnt ihr jetzt nicht machen. Und das ist ja was Irres. Entschuldige, nur eine kleine Klammer. Es gab ja zeitgleich UN-Treffen, wo es selbst von konservativen Ökonomen die Position gab, damit es überhaupt ein Steuerungsinstrument wird, müsste die CO2-Tonne mindestens 100 Dollar kosten. Das heißt 10-mal mehr. Und das ist von völlig nüchternen, konservativen Ökonomen, die überhaupt nicht... Aber das macht ja dieses Absurdistan so deutlich. Natürlich, also inzwischen ist ja auch die ganze Investorenwelt
Lichtjahre weiter als die deutsche Bundesregierung. Ja, ja, das ist so. Ja, wir sind doch hier in Frankfurt. Worüber reden die Leute? Was ist sozusagen, was sind die Rahmenbedingungen für erfolgreiche Investments? Das sind Kriterien von Nachhaltigkeit, Klimaschutz und so weiter. Zum Beispiel und so Fleischersatz investieren die massiv um. Whatsoever. Ja, aber das Interessante ist, und jetzt kommen wir ja auf den Punkt, weshalb ich glaube, man wird sich möglicherweise daran erinnern, weil in einer solchen Dramatik und Drastik das Auseinanderfallen von Zukunftsvorstellungen und Zukunftsnotwendigkeiten überhaupt noch nicht da gewesen ist. Ich war wirklich fassungslos und sprachlos. Übrigens war ich dann noch mal fassungsloser, als an dem darauffolgenden Sonntag Frau AKK und Frau Merkel in einem Halbstunden Abstand vom selben Flughafen mit zwei riesigen Flugzeugen losgeflogen sind. Fassungslos deswegen, weil die auch nicht verstehen, welche Symbolik das hat. Welche Symbolik das hat gegenüber diesen jungen Leuten, die in aller Ernsthaftigkeit und in aller Unradikalität, das ist ja noch das Coole dabei, ja, Luisa Neubauer sagt, wir sind radikal unradikal. Wir haben gar keine sozusagen politische Programmatik, sondern wir sagen nur, was der Fall ist. Unradikaler geht es ja gar nicht. Ja. So, und dann sitzen die Traumtänzer. Man muss dieses Bild sich auch angucken, wie die dann da sitzen und das verkünden, Olaf Scholz und diese ganzen Verkörperungen von Zukunft. Aber das Bild beginnt ja damit, dass dieser Klimapakt geschlossen wird mitten in der Nacht. Ja. Das kann man ja als Schriftsteller gar nicht erfinden. Nee. Das heißt, mitten in der Nacht. Das ist auch unglaubwürdig. Mitten in der Nacht, während bei Tageslicht dann genau das Gegenprogramm auf den Straßen der Stadt. Das heißt, in der Festung der Macht, also genau wie Verschwörungstheoretiker sich das immer vorstellen. Aber auch sowas Beklopptes. Also diese Nachtinszenierung, ja, die ist ja, das hat denen irgendein Spin-Doktor oder sowas gesagt. Ihr müsst, das haben sie Nein, ja schon mal das gemacht. Ist ein satanischer Kult, bin ich völlig überzeugt. Ja, wer weiß, was die da nachts in Wirklichkeit machen. Aber jetzt mal rein von der Inszenierung her. Erstens wissen Sie alle hier im Saal und wir beide hier vorne, dass man nach 18 Stunden auf nichts Vernünftiges kommt. Ja, die Schlafmangel und so weiter, das ist totaler Bullshit, das so zu inszenieren. Aber hier wird es ja noch, was ist die Steigerung von Bullshit? Bullshittiger oder so? Mensch, du bist doch der Autor, du bist also Sprach. Meine Steigerung ist Elefantenshit, aber ich weiß Elefantenshit. Nicht. Elefantenshit. Elefantenshittiger ist ja dann noch, eine Nachtsitzung zu machen, als hätten sie drei Tage vorher gehört, Leute, da ist Klimawandel. Und eben nicht 30 Jahre, ja? Sozusagen nicht zu verstehen, dass das total neben der Spur ist, in jeder Form von Insel. So, und dann, wie gesagt, die Nummer mit den beiden Flugzeugen und das verkörpert dieses Entrückte. Das ist so entrückt, ja? Das sind Esoteriker. Die sind total, ich meine, wir sind wirklich, also Olaf Scholz ist ein Esoteriker, so wie der da sitzt. Und diese anderen Leute, Altmaier, das sind totale Esoteriker. Und draußen sind dann die Realistinnen und Realisten. Und dieses Missverhältnis ist so irre. Und da frage ich mich, welche gesellschaftliche Dynamik wird daraus entstehen? Und ich glaube, da wird eine unglaubliche Dynamik daraus entstehen. Und das ist, da kommen wir jetzt oder kommt ihr mit dem utopischen Raum sozusagen rein und sagt, diese Dynamik, die muss ja eine Gestalt bekommen. Da muss ja etwas sein, wo diese Dynamik hinkönnen will. Ja? Und ich glaube, das ist das Defizit, was gegenwärtig besteht. Und da muss man was anbieten, da muss man was liefern, glaube ich. Und dieser Tag ist so signifikant irgendwie. Völlig verrückte Geschichte. Und das ist ja ein Klassiker von tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderung. Ja? Wenn das klassische Verhältnis für etwas, was einen Umbruch erzeugt, ist ja, wenn die oben nicht mehr können und die unten nicht mehr wollen. Das ist das die klassische Formel und die hat man hier an dieser Stelle. Und nur übersetzt auf ein Generationenverhältnis. Irre Geschichte. Ja. Überhaupt nicht ausgemessen bislang. Äußerst verhaltener Applaus, aber übrigens, vielleicht... Ich fand das jetzt ehrlich gesagt so schlecht nicht. Von der können wir bitte einen Sonderapplaus haben für Herrn Harald Welzer? Danke. Ich meine,
es muss ja auch eine positive Verstärkung geben. Ja? Wir machen hier ja ein anstrengendes Gespräch und da muss ein Publikum auch ein bisschen mit dabei sein, oder? Und mal raus aus diesem konsumistischen Grundverhältnis und dahinter ja sagen, Mensch, was Welzer hat da wieder gesagt, haben wir schon mal gehört. Und so. Also das kriegst du offensichtlich oft als Kritik, dass du nur Sachen sagst, die man schon gehört hat. Ja. Okay. Wir können uns ja vielleicht mal also so ein Tauschgeschäft machen. Ich krieg deine Liebesbriefe. Nein, ich gebe dir so ein paar innovative Ideen und du gibst mir einfach ein paar Sampler, die du zusammengestellt hast. Ja, das könnte hilfreich sein, ja. Dann kriegen wir es jetzt. Nein, aber ich wollte das konkret bestätigen, was du gerade erzählt hast, weil ich hatte das merkwürdige Vergnügen, im August mit dem Herrn Joachim Herrmann in Tirol auch noch ein Streitgespräch zu führen. Also, das stelle ich mir sehr schön vor. Weil wir in Frankfurt sind, ist der bayerische Innenminister. Ja. Und es ging um Sicherheit oder Freiheit und so. Und abgesehen davon, dass er überhaupt nicht verstehen konnte, dass die Generalüberwachung der Bevölkerung vielleicht problematisch sein könnte. Also hatte für keinen Sinn, das habe ich erwartet. Aber es kam dann eine Frage aus dem Publikum, die diese völlige Entrücktheit sehr schön dokumentiert, die du gerade behauptet hast. Nämlich, ob es denn nicht notwendig wäre, dass punkto Ordnungspolitik die Großkonzerne Facebook, Google in irgendeiner Weise von der Politik in die Verantwortung genommen werden. Dann sagte er tatsächlich, naja, das ist ja sehr schwierig, weil wir haben ja Meinungsfreiheit und Facebook macht ja nichts anderes als quasi Nachrichten, so wie die Post einst, weiterzutragen. Und da in dem Publikum überwiegend junge Leute waren, habe ich so ins Publikum geguckt, die waren alle völlig entgeistert, weil sie in dem Moment kapiert haben, dass der Herr Innenminister, der täglich propagiert, er müsse für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgen, null Ahnung hat, wie Facebook funktioniert. Null Ahnung. Und das kann man von einem Minister jetzt schon erwarten heutzutage. Es ist ja nicht gerade unwichtig. Und diese sozusagen technologische also früher haben wir ja gesagt reaktionär, aber eigentlich stimmt der reaktionär nicht mehr. Das sind ja eigentlich technologische Dinosaurier, die ja nicht nur jegliche Transformation der Gesellschaft verhindern wollen, sondern die, glaube ich, auch geistig irgendwo in der Steinzeit stehen geblieben sind und offensichtlich gar nicht das Arsenal haben, um jetzt diesen absolut dringenden Fragen Herr zu werden. Also ich frage mich, ob sie überhaupt die Kapazitäten haben, zu begreifen, worum es geht. Ja, aber das ist nicht Steinzeit, sondern das ist Betriebssystem. Ja, das ist, glaube ich, der Schlüssel. Ja? Also ich würde sogar unterstellen, dass als sie da gesessen haben, wie die Muppet Show, sie wirklich der Überzeugung gewesen sind, dass sie irgendwas zustande gekriegt haben. Also das ist sozusagen, das ist nicht mal ideologisch, sondern die hängen in diesem politischen Betriebssystem und in ihren professionellen Zwängen so drin, dass die Membranen gegenüber dem, was da außen ist, und jetzt, wie gesagt, Jugendliche, die Zukunft reklamieren, das geht durch die Membranen nicht durch. Das ist crazy. Und das Betriebssystem heißt Abacus, oder wie? Nee, das Betriebssystem heißt, wir sind eine große Koalition und wir haben ein Parteiensystem und wir haben Zwänge. Und für uns ist sozusagen schon das am meisten Erkämpfbare dann heroisch erreicht, wenn man einen gemeinsamen Beschluss fasst. So banal. Ja? Aber diese Betriebssysteme funktionieren in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen und dann hält man etwas für einen großartigen Erfolg, was eine Lachnummer in der Außenbetrachtung ist. Also wären wir wieder bei deiner Pathologie. Ja? Aber das macht diese Entrücktheit aus und ich glaube, die politische Aufgabe, utopischer Raum, die politische Aufgabe ist, das als Entrücktheit, als Esoterik, als Fantasterei wirklich zu markieren. Also da muss man sagen, aber das ist nicht einschlägig, worüber ihr da nachdenkt. Ja? Ihr seid unrealistisch. Ihr könnt das weitermachen, man kann das in ein Reservat tun oder irgendwie sowas und dann muss man die Position neu besetzen, keine Ahnung. Aber das ist entrückt. Und im Moment gibt es sozusagen marketingmäßig, hält das noch ein bisschen, dass man glaubt, dass diese Leute irgendwie ernsthaft was tun. Und da muss man, nee, es ist entrückt.
ich möchte nicht missverstanden werden, das ist nicht Politiker-Bashing, es ist auch schon gar nicht Bashing von parlamentarischer Demokratie, die halte ich für unhintergehbar und je schwieriger die Situationen werden, desto wichtiger daran festzuhalten. Aber es gibt in allen Bereichen das Phänomen, dass wenn Leute zu lange innerhalb eines Betriebssystems etwas machen, dann werden sie entrückt. Und so eine Situation haben wir. Sie sind entrückt. Ich finde, das ist eigentlich harmlos. Das ist fast eine fürsorgliche Bezeichnung. Ja, es klingt wie eine Zeile von Ingeborg Bachmann. Also entrückt. Entrückt, ne? Ja. Entrückt. Thomas Gebauer ist jetzt nicht entrückt, sondern der will jetzt intervenieren. Er schaut auf die Uhr. Also, ich glaube, der will, dass wir gehen. Ja, wir gehen auch gleich. Nein, ihr könnt noch ein bisschen weitermachen. Wohin sollen wir denn gehen? Keine Ahnung, wohin sollen wir gehen? Wir gehen in den utopischen Raum, der ist nämlich eigentlich nebenan. Gibt's da Super, Alkohol? Ich glaube, wir könnten euch noch stundenlang zuhören. Wollt ihr aber nicht, ich weiß. Doch, wir wollen das vielleicht auch noch, aber wir haben ja... Nein, aber die haben ein Betriebssystem, genau. Die haben wir haben eine Fortsetzung. Das, was ihr gerade zu Ende hattet, das war so großartig. Die Vorstellung, dass wir die Utopie von der Insel in die Gegenwart holen und die Entrücktheit der Politik sozusagen ins Reservat schicken, also die Umkehrung dessen, das hat mich überzeugt. Ja? Also ich denke... Wir haben euch beiden wahnsinnig gerne zugehört. Es ist vieles klar geworden, vieles deutlich geworden. Der Applaus, der ist jetzt aber wirklich angesagt.